Sind Sie schon mal Panzer gefahren eigentlich? Ja, klar. Haben die noch so Servolenkung oder Automatik? Sozusagen, genau. die Servolenkung, ist, wenn Sie im Schützenpanzer Puma sitzen, dann sitzen Sie in einem rollenden Computer. Nein. Und, aber ich habe schon in einigen Panzern gesessen, aber nicht nur in Panzern, sondern auch in anderen militärischen Geräten. Das sollte man auch, wenn man mitentscheidet, was eingekauft wird, sollte man sich auch mal ein Bild davon machen, was militärische Geräte können. Und das tue ich regelmäßig. Ist Polen eigentlich noch ein guter Alliierter für uns? Ja, prinzipiell ja. Polen ist wichtig, Polen ist unser Partner und Polen leistet Enormes, gerade jetzt in dem Krieg Russlands, im Angriffskrieg Russlands. Aber was in Polen schwierig ist, dass der ein oder andere gerade im Wahlkampf sich gerne positioniert nach innen, indem er auf Deutschland schimpft.